Hallo und herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Wunderbar, dass ihr wieder alle reingeklickt habt. Die Böden sind trocken, die Natur ist trocken. Wir bräuchten so dringend den ergiebigen Landregen. Der Regen kommt, aber leider kommt er in Form von Starkregen. Er kommt zum Teil in Form von Dauerregen. Und ob diese trockenen Böden schaffen, diese Summen an Regen aufzunehmen, das müssen wir uns noch genauer anschauen. Hier der Blick auf die Großwetterlagenkarte und da sehen wir, da sind einige Wolkenpakete Richtung Deutschland in den kommenden Tagen unterwegs. Ja, und diese Wolken haben Regenpotenzial. In der kommenden Nacht rechnen wir schon mit dem ersten Dauerregen hier am Alpenrand. Darüber hinaus erwarten wir eine zum Teil sternklare Nacht und das Thermometer, es fällt in der Früh auf Werte zwischen 14 und 10 Grad. Am morgigen Mittwoch, da gibt es nochmal vielerorts einen Sommertag. Darüber hinaus sehen wir allerdings, dass sind schon die ersten Wolken angekommen. Hier im Nordwesten können wir schon mit dem ersten Regen rechnen. Im Südwesten, im Schwarzwald, da können wir schon mit lang anhaltendem Regen rechnen. Ja, und die Gewitterneigung am Alpenrand, die ist gegeben. Das Ganze dann bei Tageshöchstwerten zwischen 18 und 27 Grad. Wie geht's dann weiter? Regnerisch geht's vielerorts schon am Donnerstag weiter. Hier legt sich quasi ein Regenband über Deutschland. Vom Südwesten nach Nordosten müssen wir zum Teil schon mit dem ersten lang anhaltenden Regen ein bisschen zu Starkregen rechnen. Darüber hinaus sehen wir nochmal, gibt es einen recht freundlichen Tag. Das Ganze insgesamt bei Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad. Diese Regenwolken, sie haben sich dann ausgedehnt am Freitag. Da müssen wir wirklich vor allen Dingen hier im Osten mit lang anhaltendem bis hin zu Dauerregen rechnen. Die Temperaturen dann recht frisch am Donnerstag. Wir sehen hier Spitzenwerte nur noch zwischen 9 und 18 Grad. Jetzt schauen wir uns den Samstag an und da sehen wir, es ist fast eine geschlossene Wolkendecke über ganz Deutschland. Ein paar heitere Abschnitte im Nordwesten möglich. Die Temperaturen recht herbstlich. Wir sehen hier Höchstwerte zwischen 4 und 15 Grad. Und jetzt schauen wir uns die Regensummen an. Und zwar dreistündige. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag von 2 bis 5 Uhr fallen 18 Liter den Quadratmeter am Alpenrand. Richtung Elbe werden es 15 Liter pro Quadratmeter sein. Und dann sehen wir uns die nächsten drei Stunden an. Ja, und da sehen wir, dieses Regenband ist weitergezogen. 28 Liter der Quadratmeter Richtung Osten Deutschlands, Richtung Oder, müssen wir am Freitagmorgen mit rechnen. Da kommt einiges runter und auch am Alpenrand weiterhin nochmal 18 Liter den Quadratmeter zwischen 5 Uhr und 8 Uhr morgens. Da kommt echt einiges auf uns zu. Ja, das sind schon wieder die neuesten Aussichten von eurem Wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen zu liken und nicht vergessen, unseren YouTube-Kanal Wetternet zu abonnieren. Bis hoffentlich ganz, ganz bald.